So, meine Damen und Herren, ich habe kurz mal die Pause kurz genutzt und habe mal kurz mal nachgeschaut. Also, das hier gehört darunter. Das sind also angeblich, das sind die Nachbarbuchstaben von der Richtung, wo man es auch sieht. Also, wenn ich jetzt hier dieses rechts neben der Ziege, dieses komische Ding mit Kopf mir ansehe, das ist dann auch von der Richtung, also wenn ich auf der rechten Seite stehe von diesem schwarzen Feld, dann sehe ich dieses Zeichen, diese Kugel mit dem Körper oder so immer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist auch egal. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so. Wir müssen jetzt mit dem anderen weitermachen. Wo habe ich das denn hingeschossen? Dahin. Und das gehört dahin. Wir waren auf jeden Fall schon mal etwas weit. Das ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal, eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Lancelot, was? Das ist Sabäisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja, genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Der Name einer Stadt? Ja, vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Inschrift suchen? Ach, hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja, und dass Carter und Chloe sie finden. So, und jetzt wird es wahrscheinlich richtig blöd. So, ist da noch irgendwas? Haben wir hier was verloren? Mein Tote verlieren manchmal Sachen und dann müssen wir wieder ihnen nachglauben. Anscheinend nicht. Ist jetzt schlimm. Das würde ich lieber nicht tun. Ach, shit. Hervorragende Arbeit, Gentlemen. Harris, nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Bleib im Licht. Nehmen Sie es. Schnell. Weg von mir. Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Ach, was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Jetzt wird's kribbelig. Sally? Verdammt, diese Fackel geht aus! Wir müssen den Weg ausfinden. Ja. Okay, Sally. Salü. Ich bleibe im Licht. Ach so, natürlich. Ja. Scheiß auf die Fackel. Sally. Ich hoffe, niemand von euch hat eine Spinnenphobie, Allergie, was auch immer. Aua. Aua! Wow! Rally, komm schon, komm, wir müssen los! Los! Wuhu! Oh! Komm schon! Oh! Alter! Boah! Oh Mann, die kommen durch die Decke! Boah! Komm schon, Rally!
Alter, die sind viel schneller als ich. Ja. Alter. Ist das ja, ist das... Boah. Hui. Alter. Junge, Junge, war das ein Spaß. Wir dürfen nicht wieder reingehen. Die Tür steht offen, Alter. Hey, was? Wir dürfen nicht wieder reingehen. Okay. Oh, Junge, Junge, ich werde hier... Was macht denn Sally wieder da? Schauen wir ein bisschen wieder alles an. Holy shit. Wir müssen dieses scheiß Ding den anderen Typen geben. Aber keine Sorge, wir holen es uns natürlich zurück. So ist es ja nicht, ne? Puh. Komme ich hier irgendwie weiter? Sieht nicht so aus. Hier vielleicht irgendwo. Ja, sieht schon besser aus. Hui. Was denn? Hä? Vollständig! Das ganze Haus hochjagen, Alter. Boah. Wir sind übrigens jetzt in Kapitel 7. Wie sind die schon auf mich, Alter? Was? Scheiße. Das war schon der richtige Weg, ja. Okay, runter dürfen wir jetzt nicht. Bam. Bombe! Der hat sich gerade selber hochgejagt. Was, ein Balken, ein Balken, ein Balken, ja. So, Sally. Holy shit. Wohin müssen wir?
Ich habe keine Ahnung, wohin wir müssen. Da müssen wir lang. Scheiße. Es muss doch einen Ausgang geben. Alter, nimm die scheiß Muni. Hier lang. Boah. So, gibt's hier noch irgendwas? Nichts, was wir retten können. Wie immer, ne? Holy shit, das kocht hier hoch. Das wird nicht gut ausgehen. Hoch da. Wie hat die ganze Spann drüben wartet? Boah! Boah! Du Scheiße! Was bist du denn? Kommst nicht mal gegen mich an, Alter! Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, nee. Wow, 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 wow. Wieder eine Trophäe erhalten. Scheiße. Sally. Wir laufen hier über. Hier runter. Wir haben sie gleich. Oh, hier waren wir doch früher. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße! Die lassen einfach ihren Kollegen auch zurück, also das ist sowas von... Boah! Scheiße! Halt! Da oben! Da ist die Tür! Oh mein Gott! Los, los. Sally, ich sitze fest in mir! Die zwei! Runter! Shit! Okay! Los! Sally, we have little problems over here. Oh no. Nein, komm. Nicht schon wieder. Wow, sehr gut, Sally. Sally, halt durch! Ich hab dich! Ich hab dich los! Los! Alter! Alter, weiter! Na los, den! Wohin denn jetzt?
Alter. Ich glaube, es ist keine Zeit zum Durchatmen, aber wir müssen jetzt erstmal. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, hier unten. Boah, hier sieht man nichts mehr. Wir müssen hier drauf ballern, Alter, boah, was bist du denn, Rainer? Vorsicht, Alter. Hast du denn? Jawohl. Hier, wo die kamen, ist zu. Wo oben? Wo oben? Ach da. Ah, toll. Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Alter! Nein! Alter! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Ja. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung habe. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich bin dafür zu alt reden kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Kannst du mir glauben? Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Carter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind. Oh, Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie. Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt. Ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht.
Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwing mal die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht?